Go. Hallo und herzlich willkommen zu Hallo. Super Santa. Super Sunday. Wir spielen heute Achtung, die Kurve. Das wird jetzt so ein neues Programm. Dann haben wir selbst auch bewegen. Wort links und rechts Pfeiltasten. Ja, ach was. Tasten, oh, ich musste erst nochmal ein Spielfeld drücken, scheiße. Okay, komm, wir machen jetzt nochmal neu anfangen. Nein. Doch, ich mach jetzt für dich jetzt nochmal neu. Ja, lass den, aber ich krieg 2 Punkte und du auch. Wie? Also du musst dich jetzt noch einmal töten, sonst ist wieder gerecht. Ich hab schon was Neues created. Na, egal. Ich muss da jetzt wieder reinkommen. Extra für dich. Geil. Das ist so ein netter Boy, Mann. Falls ihr das Spiel auch mal spielen wollt, ist es direkt in der Videobeschreibung. Könnt ihr euch einfach drauf anmelden und direkt loskommen, eigentlich. Ja, mit Freunden oder ohne Freunde, wenn ihr keine habt. Du bist so ein Mongo, ne? So wie ich. Du bist ja die Schildkröte. Ja, das Spielprinzip ist eigentlich ganz einfach. Man muss versuchen, dass der Gegner gegen die Wand kommt oder in seine eigene Linie. Hä? Gott, behindert. Ich hätte gerade. Hä? Ich verstehe gar nichts mehr. Ihr müsst euch nicht wundern, er spielt es jetzt zum ersten Mal. Ja, auf alle Fälle, das ist jetzt so ein neues Programm, was wir jetzt hier immer jeden Sonntag machen. Da spielen wir irgendein Spiel, das die meisten. Ja, halt normale Spiele, man nicht so stundenlang Let's Play oder so. Zum Beispiel hier Achtung die Kurve. Ja, kleine Spiele halt. Hab ich jetzt eigentlich schon gesagt, wie das Spiel heißt? Ich hab keine Ahnung. Achtung, die Kurve 2 wo? Achtung, die Kurve 2, der Online-Modus. Oh ja. Ich bin so doof. Ich weiß. Du übst dich da schon dran ein irgendwie. Ich glaube auch. Ich spiel's ja jetzt schon zum zweiten Mal. Danke. Oh, was? Ich hab dich verstellt und deine Pfeiltasten geändert, dass du in die jeweils andere Richtung vom Spiel verkehrt fährst. Das Spiel ist scheiße. Ich bin lustig, oder? Ja, wenn du ein bisschen die Power-Ups kennst, dann. Nee, doch nicht. Oh. Danke. What? Ja! Ach, halt's Maul. Ich hab gewonnen, Leon! Oh mein Gott! Ja, für mich ist das ein Wunder. Ich bin stolz auf dich, Mann. Ja, kann's auch sein. Was ist der neue Meister? Dann kannst du durch alles durchmachen. Echt? Auch durch mein Linie? Ja. Ja, aber du darfst das. Wenn der grüne Ring leer ist, dann bist du wieder normal. Jetzt bin ich wieder slow, Alter, was soll das? Was? Ich bin jetzt fett. Danke. Genau wie Justin, Alter. Alter. Ich muss gleich rauskarten, oder? Ja, mach mal. Wir pieken es einfach aus. Ja. Ganz lange. Genau wie Frau Oberstelle. Oh, da muss ich noch was rausfieben. Warum macht Robert Wunge? Okay, du fiebst das wirklich raus, oder? Ja. Gut, wir müssen ja nicht keine rechtlichen Verfahren kriegen oder sowas. Ach, dumm, Alter. Deine Richtung ist nicht spielverkehrt. Deine schon? Ja, meine war spielverkehrt. Weil das Rote bedeutet, dass es schlecht für mich ist. Das Blaue, was bedeutet das? Das für alle. Wir können jetzt alle durchwenden. Juhui! Haha, oh, scheiße. Ich hab echt die knappe Kurve gesehen, Digga. Krass, ne? Du bist so ein krasser Boy, das glaubst du gar nicht. Ach danke, jetzt kann ich endlich mal wieder in dein Spielfeld rein. Ich hab gewonnen? Hab ich gewonnen? Robert, wer zuerst 10 Punkte hat. Hab ich aber die Runde gewonnen? Ja, Robert, die hast du gewonnen, wenn's da steht. Geil, Alter. Ich bin schon tot, bevor die Runde angefangen hat.
Ich bin so ein Opfer. Ich glaube, ich soll lieber meine Endzone lesen und nicht den Spiel spielen. Komm schon, Robert. Spiel mit mir. Vor allem, es kann eigentlich ganz schön Spaß machen, wenn man es kann. Ich raste noch aus heute. Das ist ein lustiges Spiel, habe ich recht, Robert? Ach ja. Ich bin dafür benennt, lieber um Spiele, die einen aufregen. Ja, Rage Sonntag. Oh ja. Ja, können wir auch Nidhogg spielen. Komm, Spiele, die einen aufregen. Fangen wir mit Tetris an. Ach ja. Von welchem Macher ist das Tetris eigentlich? Weiß ich nicht. Aber Tetris kann einen richtig aufregen. Ja, komm, mach mich noch dicker, Roman. Nein! Oh, komm, wie das Spielfeld aussieht. Was ist los? Wir können auch mal Billard spielen. Ja. Computer-Billard. Klar, das gibt's auf der Website. Echt? Ja. Hast du dir von gesehen? Haben wir schon eine Idee vom letzten, vom nächsten Sonntag. Das ist echt immer wieder. Aber was lustig ist? Oh nein, Mann, Leon. Was? Hast du jetzt meine Tasten umgekehrt oder was? Ja, eine kurze Zeit, jetzt nicht mehr. Und jetzt bist du langsam. Ich merke schon. Ich auch. Ich bin eine hässliche Schlange. Oh ja, das bist du. Nein, ich bin ja eine Kurve, Mann, ganz genau. Au. Ich bin keine Kurve, ich bin die Autobahn. Wollen wir zwei Runden ranhängen? Mhm. Du musst eh gewinnen. Sag ich doch. Okay, 2-1. Drück jetzt einmal auf Leaf. Und dann Fem, Start Game. 4, 3, 2. Schöne Countdown immer. Stop. Von 4er. Leon, ach, das Runde ja. Will ich gewinnen, ich schwör's dir. Oh ja, komm. Wollen wir eine Challenge draus machen? Ich geb dir 5 Punkte Vorsprung. Scheiße, wird nicht. Du kannst mir doch nicht mal 5 Punkte Vorsprung geben, Alter. Doch, ich bin zu schlecht dafür. Komm, ich geb dir... Nein, komm, das wird jetzt ein faires Battle. Ich nehm dich jetzt nicht so hart ran. Geil. Ich bin lustig. Ach ja, wir können nicht Wände fahren. Nicht mehr lange, jetzt noch ganz kurz, noch ein paar Sekunden, also lass lieber. Ich weiß. Achso, ja. Ach, ich kann jetzt durch alles fahren. Außer durch Wände. Oder durch Kurven. Hä, aber du kannst durch alles fahren, ne? Ne, also Wände geht ja nicht mit nur durch halt die Linien. Dafür gibt's ja dieses Wände-Ding. So. Lass dich doch einmal von mir killen. Jetzt schneid mir wirklich den Weg ab, komm. Boah, bist du gut. Das hast du mit Absicht gemacht. Nein, ich war gerade zu inkompetent. Ja, als ob du hättest richtig, so schnell wie du bist, hättest du richtig schnell reagieren können, Alter. Nein, kann ich nicht. Ja, als ob. Mein Finger tut weh. Ja. Okay, wenn das mit. Hast du wieder meine Pfeiltasten umgekehrt? Ja, kannst du die auch ganz immer einsetzen. Wie geht das? Ja, das sind halt diese Power-Up-Dinger. Ja, aber wie sieht das aus, dieses Power-Up für? Ein Pfeil nach links und ein Pfeil nach rechts. Das sind so gewechselt. Das sind einfach zwei. Oh. Bist du jetzt total weh? Ich wollte einen Kreis machen. Ja, ich hab ihn kaputt gemacht. Oh Mann. Ah, mein Finger. Ah. Oh ja, dein Finger tut jetzt so weh. Ja, ist echt so. Ja. Der Robert? Ich bin zu doof für das Spiel. Wieso nimmst du das nicht auf? Keine Ahnung. Weil ich sonst upragen würde, will ich immer von dir. Komm, Robert. Oh shit, bin ich dumm. Ja. Als ob du das jetzt nicht mit Absicht gemacht hättest. Nein, komm, ich geb dir jetzt einen Vorsprung. Ich mach jetzt wieder gleich schnell. Es soll noch ein bisschen spannend werden. Nein, ich will ihn gleich nicht. Ich will wenigstens verlieren. Okay, ja. Fair. Okay.
bist ja auch nicht in mich gefahren, ne? Nee. Ich habe erst nach dir bin ich in dich reingefahren. Ich hasse dieses Spiel. Irgendwie macht's Spaß. Ja. Ich brauchte selbst erst irgendwie 2-3 Stunden, bis ich da drin eingeübt war. Ich hab's ja auch schon immer mal früher mit meinem Bruder gespielt. Teil 1 zumindest. Komm, jetzt sind wir mal ganz nett. Was hast du da schon wieder? Ich glaube, das ist gerade irgendwie Nähe bei mir. Oh. Mann. Oh, der Gans hat es gelernt. Weil da nicht 2 durch. Hat er mich geschafft, weil es schlecht ist. So. Ich wollte dich mal klargestellt, wie ich das kann. Okay. Hä? Ich hab richtig gelackt, Alter. Das ist genau in dem Moment eine Lücke, Alter. Das ist richtig selten, halt. Hättest du dich dadurch noch gewonnen, dann wär's echt ein Bravo. Ja, ich bin aber kein Nach. Also zumindest nicht in dem Game. Oh, scheiße. What? Ja! Schon wieder hatte ich das! Ja, ich seh schon. Ich bin Cheater. Ein Cheater. Ganz toller Cheater. Oh ja, du bist ein harter Leader, du. Na, komm mir nicht mit den... Da hast du dich gerade in dein eigenes... Okay, jetzt kommt der Skiller-Point. Boah. Boah. Schlecht. Wer ist hier schlecht? Du bist schlecht. Ich hab 9 Punkte im Gegensatz zu dir. Du bist fett. Ja. Dumme Marcel. Oh, komm, jetzt kommt noch was raus. Ah, ne, er ist ja selbst fett. Naja, in auf unserem. Ne, ich weiß. Wollen wir noch eine dritte Runde? Nein! Okay, dann ciao! Würde ich sagen, bis zum nächsten Super Sunday! Super Sunday, bis zum nächsten Mal, tschüss!